Hey Leute, willkommen wieder bei Bennermeister und ja, und heute geht's um den zweiten Platz meiner absoluten Lieblingsvideospiele. Ja, Platz Nummer 2 geht an folgendes Spiel: Secret of Evermore für das Super Nintendo. Ja, eines der Big Box Spiele ist bei mir auf Platz 2 meiner Lieblingsspiele. Dazu kann ich euch erstmal folgendes sagen: Das ist auch mein absolutes Lieblings-Super Nintendo-Spiel generell. Also Platz 1 hat nichts mit Super Nintendo zu tun. Ja, Secret of Evermore. Was ich euch erstmal dazu sagen möchte, ist, dass ich diese Box immer wieder witzig finde. Das liegt aber an folgender Sache. Also wir haben hier ganz normal die Vorderseite und auch die Seitenteile und so weiter, aber die Rückseite ist immer andersrum und die muss man dann halt, ja, so rumdrehen, damit das richtig rum ist. Ich weiß nicht genau, warum das so ist, ob Squaresoft oder wer auch immer das gemacht hat, damals einen Fehler gemacht hat und keiner hat's gemerkt oder sie haben es dann so gelassen, ich weiß es nicht. Aber jede Ja, Big Box von Evermore ist halt so falsch rum auf der Rückseite. Ich dachte damals erst, dass meins so eine Special Edition ist, wo ich Glück hatte, dass das ein Druckfehler ist oder so. Aber ja, mittlerweile weiß ich, dass das jede Evermore-Verpackung hat. Naja, trotzdem macht das Evermore zu einem besonderen Super Nintendo-Spiel, deswegen sage ich jetzt einfach mal und ja. Jetzt zeige ich mal so ein bisschen hier so die Bilder, die hier so sind. Einmal, wo man in der Wüste mit einem Skelett ist, wo man gerade am Fliegen ist, wo man hier in so einer Höhle ist, so mit Lava und alles, und hier in so einer großen Alchemiestadt und hier in einem Labor und so weiter. Sehr schöne Grafik. Ja, ich würde sagen, ich lese euch einfach mal das vor, was hier hinten drauf steht. Das, ja, wird euch vielleicht die Story ein bisschen besser sagen, als ich das könnte. Ein Traum wird wahr, wenn du auch schon von einem Ort geträumt hast, an dem sich prähistorische Dinosaurier, römische Gladiatoren und futuristische Reinigungsroboter die Klinke in die Hand geben, dann bist du im Land Evermore genau richtig. Du findest, das klingt verrückt, dann kennst du Professor Seltsam noch nicht. Seine neueste Erfindung, der Traumwelttransformator, erschafft im Nullkomma nichts jede Welt, in die du schon immer einmal reisen wolltest. Ein Haken hat die Sache jedoch. Kaum in Evermore angekommen, musst du feststellen, dass es kein Zurück aus dieser märchenhaften Albtraumwelt gibt. Vielleicht können dir ja Zora Zottelkopf, Hector, Lector oder Gunilla von Fettamsel helfen. Die Zeit läuft gegen dich. Ja, so viel zur kleinen Geschichte. Also da ist halt, ja, von einem Professor eine Maschine entwickelt worden, womit man in eine Traumwelt halt reisen kann. Und ja, und jetzt fange ich aber mal meine Geschichte an, wie das so am Anfang abläuft. Man ist halt ein ganz normaler Junge und hat einen Hund und läuft da halt in seiner Stadt rum. Alles ist schön, alles ist friedlich, so wie man das kennt. Kommt gerade aus dem Kino raus und ja, ist dann halt unterwegs nach Hause. Doch leider kommt dann eine Katze vorbei und der Hund rennt hinterher und so weiter. Und dadurch kommt man dann in dieses verlassene Gebäude und dort findet man diese Maschine, womit halt die anderen hier, Zora und Gunilla und Hector, in die Traumwelt gereist sind und findet diese Maschine und weiß jetzt gar nicht, was das ist und guckt sich da ein bisschen um. Ja, doch allerdings knabbert der Hund dann ein bisschen an den Kabeln und schon wird man auch in diese Welt transportiert. Ja, und da fängt das Spiel dann an. Man fängt an und ist in dieser prähistorischen Welt, wo halt Dinosaurier und Urzeitpflanzen und so weiter noch am Leben sind. Und da geht das dann los. Ja, man läuft dann halt da herum, findet das Dorf, redet mit Zora und erfährt dann, dass sie halt aus Großostheim ist, also aus der Stadt da, wo du auch her bist. Und das ist dann halt Überraschung und so. Und ja. Dann spielt man das da und dann kommt man irgendwann in die nächste Welt. Das ist dann diese, ja, was war das hier, die Römerwelt und so weiter. Ist das in Ägypten gewesen? Ich weiß es nicht. Ja, und ist dann halt in dieser Welt und dann kommt man irgendwann in die nächste und in die nächste und so weiter. So läuft das Spiel auf jeden Fall ab. Und was ich immer ganz cool finde, ist auch, dass der Hund, den du bei dir hast, sich auch immer der Welt anpasst. Also am Anfang hast du halt dann so einen Hund, der sieht aus wie ein Wolf. Dann hast du später noch einen Windhund und einen Pudel und so einen Roboterhund. Finde ich eine richtig coole Idee. So. Ja, so viel erstmal zur Story. Mehr verrate ich da jetzt nicht unbedingt. Also, wie gesagt, man versucht da halt irgendwie die Leute alle immer zu finden und irgendwie auch wieder da rauszukommen. Und am Ende, ja, da rettet ihr euch dann alle und so weiter. Ja, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Spielt das Spiel lieber selber. Es hat auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Story und ich mag die einfach total. Die ist einfach so richtig, wie eine Story sein muss. Gefällt mir einfach sehr gut. Was ich hieran auch sehr gut finde, ist immer der Humor. Also der Typ, wenn er da immer seine Sprüche ablässt, ist einfach witzig und
Ja, das ganze Spiel ist einfach, weil, ja, er nimmt die Sache nicht zu ernst, sage ich mal. Also er ist halt in dieser Welt und dann statt jetzt, oh Hilfe, Hilfe, was sollen wir tun, nimmt er das alles ganz gelassen und ja, hat da so seine coolen Sprüche. Das finde ich immer ganz cool und so sollte man das auch sehen. Ja, so, was kann ich noch sagen? Die Grafik ist, wie gesagt, wie man hier vielleicht auf den Bildern ein bisschen erkennen konnte, finde ich sehr gut. Wenn ich das jetzt mal mit Secret of Mana vergleiche, muss man sich das so vorstellen, Secret of Mana ist so jetzt zumindest auch am Anfang ziemlich hell, ziemlich bunt und alles so voller Farben und so weiter. Und bei Evermore, da ist das alles viel düsterer und irgendwie ergreifender. So weiß ich nicht, wie ich das erklären soll. Also es ist halt nicht so bunt, es ist halt alles ziemlich dunkel gehalten, aber jetzt natürlich auch so, dass man noch was sieht. Ja, so zumindest erstmal von der Grafik her. Aber es gefällt mir sehr gut und kann man nicht mit meckern. So, dann kommen wir mal zur Musik. Die Musik ist wirklich absolut brillant. Also ich liebe absolut jedes Musikstück in diesem Spiel. Ich könnte das stundenlang hören und manchmal habe ich auch so meine Phasen, da werfe ich das Spiel ein, ja, drehe meinen Fernseher voll auf und lasse das Intro laufen die ganze Zeit, weil es immer und immer, immer wieder kommt. Oder halt eine Bossmusik vom letzten Boss oder so. Die finde ich auch sehr cool. Ja, lass dir halt die ganze Zeit laufen und räume in der Zeit mein Zimmer auf oder sortiere irgendwas rum oder ähnliches. Ja, finde ich absolut toll und absolut grandioser Soundtrack. Ich muss unbedingt mal gucken. Es gibt ja, glaube ich, auch eine Soundtrack-CD davon, aber die ist relativ selten und irgendwie findet man die so gut wie gar nicht mehr, glaube ich. Die hätte ich aber echt gerne, falls ich mich da jetzt nicht irre und es wirklich eine gibt. Ja, die muss ich unbedingt noch auftreiben, also absolut coole Sache. So, dann kann ich noch was zum Gameplay sagen. Das Gameplay kann man schon so ein bisschen erstmal mit Mana vergleichen. Also man läuft halt herum, man sieht sich so ein bisschen von oben, der Hund läuft mit herum und wird vom Computer gesteuert und man greift dann halt mit seinen Waffen an, mit einem Schwert, mit einer Axt und einem Speer und so weiter. Und es ist halt auch so, dass du einmal angreifst und dann musst du warten, da sind unten immer so eine Prozentzahl, dann steigt die wieder auf 100 und erst dann kannst du wieder angreifen, um mit voller Kraft anzugreifen. Wenn du halt die ganze Zeit angreifen, angreifen, angreifen drückst, dann ja, bringt das eigentlich gar nichts. Also man sollte halt immer einmal hauen, dann kurz ein bisschen ausweichen und dann wieder hauen und so. Mit so ein bisschen Taktik halt. Ja, gefällt mir sehr gut. Und das ist schon mal eine sehr coole Sache. Dann gibt es hier zum Beispiel viel weniger Waffen als in Secret of Mana. Also hier gibt es eigentlich nur Schwertwaffen, Axtwaffen, Speerwaffen. Und ja, gab es noch irgendwas? Ich glaube nicht. Und später gab es halt dann noch ja, eine Schusswaffe. Und das war's so eigentlich im Prinzip schon. Die Sache ist halt, dass du pro Welt immer eine bessere findest. Also am Anfang hast du jetzt zum Beispiel einen Knochen als Schwertwaffe und in der zweiten Welt findest du dann ein Schwert und in der dritten besseres Schwert und in der vierten das beste Schwert. Und so auch mit dem Speer und mit der Axt. Und so läuft das ab und du kannst sie halt auch alle wieder hochleveln, indem du dann damit einfach ganz oft kämpfst und dann werden sie stärker. Und du kannst aber jede Waffe dann nur auf Stufe 2 oder so bringen oder ja, 2 glaube ich heißt das. Und dann kannst du die halt auch, wenn du angreifen gedrückt lässt, dann aufladen. Entweder halt die etwas schwächere aufgeladene Attacke oder die stärkere. Und dann kannst du damit auch angreifen. Auch eine sehr schöne Sache. Und das Leveln der Waffen dauert ja auch ein bisschen länger als bei Mana, weil es halt weniger gibt. Ist schon ein bisschen logisch so. Das haut schon hin. So, dann kann ich noch sagen, man kann auch Level aufsteigen. Wenn du ganz normal kämpfst, dann steigst du auch Level auf und wirst stärker. So ist das halt bei einem Rollenspiel. Ganz normal. Und der Hund steigt auch Level auf. Und der hat halt zum Angreifen, da ja, bellt er die Gegner so an, springt sie so an. Und um seinen Angriff zu verbessern, kannst du auch immer so eine Halsbänder kaufen. Was das jetzt genau mit einem Angriff zu tun hat, weiß ich zwar nicht, aber dadurch werden halt seine Angriffe dann auch stärker. Ist eigentlich ganz normal. Und ja, und dann kannst du bei ihm auch noch einstellen, ob er halt nur angreifen soll, wenn er seinen Angriff auch auf 1 oder 2 hochgeladen hat, immer also angreifen gedrückt lässt sozusagen. Und das stelle ich auch immer ein und wenn er dann angreift und auch trifft, dann ist das aber eine richtig starke Attacke. Eigentlich meistens dann stärker als du. Ja, so viel dazu. Und sonst vom Gameplay, was kann man noch sagen? Also man kann dann später auch rennen. Und hier kannst du dann auch, nicht so wie bei Mana, wo du, wenn jetzt in eine Richtung rennst, dann rennst du die ganze Zeit in diese Richtung, bis du aufhörst zu drücken. Sondern hier kannst du rennen gedrückt lassen und kannst quer herumrennen im Kreis, wie du willst. Aber auch halt immer nur kurz, bis deine Zahl wieder runtergeht, dann musst du wieder warten, aber das geht relativ schnell und da kannst du fast immer rennen. Auch eine sehr schöne Sache. Ja, was kann man noch sagen? Also es gibt viele Welten, du musst halt rumlaufen, du musst immer gucken, wo du hin musst, dann musst du halt gegen den Gegner kämpfen, da kommt ein Bossgegner, was auch immer sehr, sehr cool ist. Es gibt auch richtig viele Bosse, die auch alle ein bisschen unterschiedlich sind, also es ist nicht so, dass immer das gleiche ist oder so. Also ist schon richtig cool gemacht. Und dann gibt es hier noch eine Sache, die wirklich ganz anders ist als bei Secret of Mana zum Beispiel und die mir auch sehr, 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 sehr gut gefällt. Nämlich das Zaubersystem.
Das Zaubersystem ist nämlich nicht so, wie man das sonst vielleicht von Rollenspielen manchmal kennt, dass man eine MP-Anzeige hat, die voll sein muss und dann machst du halt einen Zauber und dann ist gut, sondern hier hat das alles mit Alchemie zu tun. Und du musst halt, wenn du einen Zauber wirken willst, die benötigten Zutaten dafür haben und dann kannst du den Zauber ausführen. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel, du findest dann von jemand oder der bringt dir halt die Formel bei Hitzeblitz. Das ist dann so ein kleiner Feuerblitz und so weiter, der den Gegner angreift. Und den kannst du jetzt zum Beispiel nur dann machen, wenn du irgendwie ein Stück Öl hast, also ein Tropfen Öl und zwei kleine Stücke Wachs oder sowas. Ja, da gibt's halt eine ganze Menge Zutaten. Und wenn du die halt hast, dann kannst du den Zauber einmal ausführen. Und wenn nicht mehr, dann nicht mehr. Und dann ist gut. Und Zutaten bekommst du entweder in einem Laden, da kannst du die dann kaufen. Oder du gehst einfach irgendwo in die Wildnis und hoffst, dass der Hund welche findet, weil der kann auch immer herumlaufen und schnüffeln und versuchen, irgendwelche Sachen zu finden. Manchmal findest du da irgendwelche Gegenstände und halt Zutaten und so weiter oder Geld. Und da findet man auch relativ viele Zutaten, was immer ganz praktisch ist, und dann kann man die Zauber auch wieder ein bisschen machen. Man konnte sich, ich weiß jetzt nicht wie viele, vielleicht 10 Zauber einstellen oder so, und man findet aber noch viel mehr und muss dann halt immer aussuchen, welche 10 man gerade mitnehmen will. Das kann man auch immer bei so einem Typ, wo man halt schlafen geht und so weiter, mal auswählen und dann gehst du halt mit den Zaubern los. Ja, und diese Zauber kannst du dann auch noch leveln, was du richtig, richtig hoch leveln kannst. Also du kannst dann 10.000 Mal den gleichen Zauber machen, der wird stärker und stärker und stärker und so weiter. Was absolut langzeitmotivierend ist, was sehr, sehr gut ist und ist eine richtig coole Sache. Später gibt es übrigens einen Zauber, den ich mit fast am besten finde, auch wenn es nicht mal ein Angriffszauber ist. Nämlich einen Zauber, den du auf dich selber machen kannst und dann wird deine Anzeige unten, die aber auf 100 gehen muss, sofort auf 100 und auch auf den zweiten aufgeladenen Balken und das innerhalb von 2 Sekunden oder so. Also du kannst dann fast nur noch mit deiner Special-Angriff hier angreifen die ganze Zeit. Finde ich absolut episch, mache ich mega gerne und richtig coole Sache. Ja, so viel dann dazu. Ich hoffe, ich habe euch das so halbwegs erklärt, dass ihr das auch verstanden habt. Ja, Zaubersystem absolut toll in diesem Spiel, absolut geil. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts wirklich zum Gameplay vergessen. Ja, dann wär's das mit dem Gameplay. Zum Sound und zur Grafik habe ich ja schon was gesagt. Dann kommen wir mal noch zu meinem kleinen Fazit jetzt, was ich jetzt einfach mal hier so sage. Also ich finde, Evermore, auch wenn es jetzt falsch rum ist, ist so ziemlich das Beste überhaupt von Super Nintendo, was man sich vorstellen kann. Es gibt natürlich viele, die jetzt auch was anderes besser finden. Das ist ja Geschmackssache. Aber meiner Meinung nach ist Evermore einfach das Tollste auf dem Super Nintendo überhaupt. Ich finde das alles so toll. Ich könnte es immer und immer wieder spielen. Ich habe es auch schon so oft durchgespielt. Und ja, es macht mir einfach immer wieder Spaß. Absolut toll. So, und dann kommen wir jetzt mal zu dem Teil dieses Videos, wo ich euch zeige, welche Version ich alles von Evermore habe und wie viele und so weiter. Also hier haben wir, wie gesagt, einmal Secret of Evermore in der Big Box für das Super Nintendo in der deutschen Version. Dann haben wir hier das Ganze ein zweites Mal, auch die Big Box für das Super Nintendo. Stelle ich erstmal da hinten hin. So, dann haben wir hier eine dritte Version davon, wo hier noch so ein hässlicher Aufkleber drauf ist, vom 4.12.96. Ich weiß jetzt nicht, ob das da geliefert worden ist oder nicht, keine Ahnung. Aber da haben wir halt meine dritte Version davon, die ich jetzt mal hier so raufstelle und hoffe, dass nichts umfällt. Und dann haben wir hier die vierte Version, die ich noch besitze, von diesem tollen Big Box Spiel. Da stelle ich dann mal hier hin. Ja, es würde umfallen, also stelle ich es unten hin. Ja, diese vier deutschen Versionen habe ich von Evermore in der Big Box Version. Ich habe aber sogar noch mehr von meinem Lieblings-Super Nintendo Spiel. Nämlich einmal die amerikanische US-Version hier von dem Spiel. Da sieht das Cover auch ein bisschen anders aus, weil hier sieht man auf dem Cover nämlich den ersten Endgänger, den man auch hier hinten drauf sehen kann. Den hier. Ja, was soll ich dazu sagen? Evermore in der US-Version, absolut toll. Ich bin froh, dass ich es in der US-Version überhaupt habe. Auch wenn leider die Box hier nicht mehr so die schönste ist und so, aber ja, ist erstmal besser als gar nichts. Und ja, ich bin sehr froh, dass ich das in der US-Version habe und absolut tolle Sache. Ja, so viel dazu. Dann lege ich das erstmal beiseite. Und ich habe noch eine Version von Evermore, nämlich das hier. Das ist meine original verpackte, eingeschweißte, wie auch immer man das nennen will, französische Version von dem Spiel. Da ist hier der Spieleberater und hier dann das Spiel. Ja, das ist so ein Blisterpack. Das habe ich mir damals, habe ich mal jemand abgekauft und so weiter. Hier auf der Rückseite, da steht noch alles Mögliche in Französisch, was ich jetzt nicht so lesen kann. Aber ich glaube, hier steht nur die, so ziemlich, die Story von dem Spiel. Ich bin mir unsicher.
Ja, aber wie gesagt, ist alles französisch und ich habe es nie ausgepackt und ich werde es auch nie auspacken. Es ist halt so ein kleines Sammlerstück, weil ich dieses Spiel so sehr mag. Ja, dann würde ich sagen, war es das mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ihr schaltet dann noch ein, wenn ich euch Platz 1 zeige, meiner Lieblingsspiele. Und ja, dann würde ich sagen, macht's gut, habt noch einen schönen Tag und das war wieder euer Benemesser.